Am 17. Februar 1996 geht der Schachwettkampf zwischen dem Weltmeister Garry Kasparow und dem von IBM entwickelten Computer Deep Blue nach 8 Tagen zu Ende. Kasparow gewinnt mit 4:2. Danach wird der Computer jedoch weiterentwickelt. Deep Blue kann letztlich rund 200 Millionen mögliche Stellungen pro Sekunde berechnen und gewinnt im Jahr 1997 die Revanche gegen den Schachweltmeister. 1852 wird die weltberühmte Gemäldesammlung der russischen Zaren in der Eremitage in St. Petersburg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute zählt das Museum mit mehreren hundert Ausstellungssälen zu den größten und bedeutendsten der Welt. Und das geschah in Österreich. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck gilt Toni Inauer auf der Großschanze als absoluter Topfavorit. Der gebürtige Vorarlberger ist damals erst 17 Jahre alt. Der Ruf als Wunderkind eilt ihm voraus. Vor heimischem Publikum gelingt Inauer am Bergisel ein perfekter erster Sprung. Mit 102 Metern führt er nach dem ersten Durchgang. Doch im zweiten Durchgang stiehlt ihm Landsmann Karl Schnabel die Show. Der Kärntner liegt am Ende 1,9 Punkte vor dem Wunderkind aus Vorarlberg und sichert sich die Goldmedaille. Die Freude über Silber hält sich bei Inauer in Grenzen. Vielmehr kann er es kaum fassen, wie leichtfertig er den Olympiasieg aus der Hand gegeben hat. Toni war damals bitter enttäuscht, weil er ein Topfavorit war. Und Olas und 1980 in Lake Placid hat jeder wollen, dass sich der jetzt endlich seine Goldene holt, die er damals verpasst hat. In den 4 Jahren zwischen diesen beiden Olympiaden erlebt Toni Inauer Höhen und Tiefen seiner sportlichen Laufbahn. Nur ein paar Wochen nach den Spielen in Innsbruck stellt er bei einer mehrtägigen Skiflugveranstaltung in Oberstdorf gleich 2 neue Weltrekorde auf und bekommt als erster Skispringer überhaupt von allen Punktrichtern die beste Haltungsnote 20. Auf diesen Erfolg folgt ein Rückschlag, denn wegen einer schweren Verletzung muss Inauer die Saison 1978-1979 aussetzen. Mit Unterstützung des Cheftrainers Baldur Preiml kämpft er sich zurück und fährt 1980 hochmotiviert zu den Olympischen Winterspielen nach Lake Placid. Am 17. Februar 1980 erhält der mittlerweile 21-Jährige auf der Normalschanze seine 2. Chance auf einen Olympiasieg. Mit 89 Metern springt Inauer im ersten Durchgang am weitesten und liegt zunächst, wie bereits 4 Jahre zuvor in Innsbruck, in Führung. Vor dem 2. Durchgang verspricht er seinem Teamkollegen Armin Kogler im Wohnmobil der österreichischen Mannschaft, dass er es dieses Mal besser machen würde. Tatsächlich erwischt er auch im 2. Durchgang den Absprung ideal und setzt nach 90 Metern einen perfekten Telemark. Die Revanche für Innsbruck ist damit geglückt. Inauer gewinnt vor dem deutschen Manfred Deckert und dem Japaner Hirokazu Yagi olympisches Gold. Der 17. Jänner 1980 geht aber noch aus einem anderen Grund in die österreichische Sportgeschichte ein. Und fast noch unglaublicher die Geschichte der Annemarie Moser-Pröll. Wie wir wissen, Superstar gewinnt jedes Rennen und sagt aber, ich glaube im Sommer 1975, sie passiert jetzt einmal eine Zeit lang, weil sie ihren kranken Vater pflegen musste, hat somit auf Heimolympia in Innsbruck gepfiffen, was ja in weiter ein Wahnsinn ist, weil jeder Sportler träumt davon, dass er einmal vor den eigenen Fans um Gold kämpfen kann. Ja, ist dann zurückgekommen und hat 1980 eben am gleichen Tag wieder Toni Gold geholt. Nur 10 Monate nach seinem sagenhaften Erfolg von Lake Placid stürzt Toni Inauer in St. Moritz schwer und muss seine Karriere vorzeitig beenden. 1989 wird er Cheftrainer des österreichischen Skisprungteams und zeigt auch hier sein Talent. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville können die rot-weiß-roten Springer unter seiner Leitung 5 Medaillen gewinnen.